Wenn Sie Frau Kebekus geschickt hätten, hätte ich vielleicht sogar mit ihr gesprochen, aber... Wenn ich mir Brüste umbinden würde, würden Sie dann mit mir reden? Ich glaube nicht, das macht Sie nicht attraktiver. Vielleicht auch nicht. Ralf, es geht los. Ja, warte, ich muss mal kurz Ende twittern. Hashtag so sad. So. Ja, ich weiß, was ankommt. Du bist so ein alter, weißer Mann. Ja, ich bin ein alter, weißer Mann, Schätzchen. Und wenn du einmal ganz nah neben Donald Trump gestanden hast, dann geht dieser Spirit auf dich über und das lässt dich nie, nie wieder los. Donald J. Trump wird vereidigt und in unfassbaren Massen strömen seine Fans zu diesem feierlichen Ereignis. Egal, was Trump treibt, man hält ihm die Stange. The pussy-grabbing thing. The thing with her Russian prostitutes or so. So we think he's a little bit vulgar for us Germans. Actually, Bill Clinton had his dick sucked in the White House. And his wife stood by him. That and yeah. It made oral sex. But this is not better to fuck in the White House in comparison to fuck in the Russian hotel? He wasn't married. He wasn't married at the time. And it's fine what he does as long as you don't do the White House. That's the difference. I see. That's what a man does. Yeah. They've turned, so it's a metro man thing. Yeah. They've turned men into metrosexuals. Yeah. What and a you shame. Know why metrosexuals are. Yeah. Politically correct. Yeah. They have a certain dress code that's not like a man. Yeah. They primp and proper more than a woman. Okay. I'm talking to some of the women from the German family, and they said that the men are an embarrassment. Yeah. The metrosexual men in Germany. They're an embarrassment. Yeah. Who was with the Russian prostitutes? I've heard about it in the news. You heard Donald Trump was with Russian prostitutes? Donald Trump doesn't need Russian prostitutes. Donald Trump can get any woman he wants. He's very good looking. It's liberal media like you that made up stories about our president accusing him of sleeping with prostitutes, which is completely untrue, unfounded, and made up by people like you. No, I'm coming from Germany. We have it's liberal media like you. In the it's news. People that supported people like Hillary. It's people that supported people like Hillary Clinton. And the rest of the liberal jackasses that ruined my country. Okay, what about the German people? And especially our German, good German cars. He says we have to pay a 35% penalty tax when we want to sell them in the U.S. Well, then quit stealing our jobs. If you want to send your cars over, make your cars over there, fine. Then buy our cars back. Yeah. You don't buy our cars back. Yeah, why should we? Do you expect me to drive a Cadillac or something like that? It would be ridiculous. I got a 2008 Chevy Cobalt, and I got 120,000 miles on it, and that car runs real good. Okay. Okay? But it looks like shit. No, it don't. Uh-huh. You guys are being raped. Yeah. By the people south. Yeah. You know what I'm saying? Merkel's allowing it to happen. They're turning it into a third world nation. They got people from Africa that are washing in the fountains. In a fountain that is sacred to Bavaria, sacred to Schwabe, sacred to Austria. I'll be crude. I'll be a man. Wash your ass in my fountain? Angela Merkel is the dumbest broad I ever saw in my life for bringing in the Muslims, and you cry to the United States constantly. You cry to us for our food, our benefits to you, our aid to you, and I'm tired of paying for you. Pay your own bills. Okay, and you too. Okay, I see it's over. Okay, goodbye. Fine, good over. Luck. Good luck. Have a nice life. You too. You. Okay, bye. Bye. I see, I think we have to split up. It's over. We should split up. You try to incite me into an argument with you against my president, which will never, ever happen. You know why? Because November 8th of 2016, we won. Okay. We won. We took our fucking country back. I see. Thank you. USA! And that's... USA! And that's, USA! It's USA! Over. USA! It's absolutely USA! Over. Das transatlantische Tischtuch ist zerrissen. Trotzdem muss man auf der Präsidentenparade doch mal gucken. So, hier kommt jetzt Donald Trump vorbei. Einer der
festlichen Höhepunkte des prachtvollen Umzugs hier, der prachtvollen Parade. Hier ist der Bus mit den ersten 50 illegalen mexikanischen Immigranten, die jetzt wieder zurück nach Mexiko verbracht werden. Ein hübscher Einfall. Weg vom Pöbel auf der Straße. Denn auf einem der Präsidentenbälle trifft man das Edelste, was Amerika zu bieten hat. Einfach nur ganz normale Leute hier, wie zum Beispiel... What's your name? Say it again. What's your name? Joe. Joe. Hi, Joe. So, you're very famous in America, I know. I don't know. I'm done. Thank you. Okay. Yeah. What do you think about the sentence of the statement of Donald Trump that the NATO maybe is the NATO maybe is obsolete in the future? NATO is very important to our collective security around the globe, and we appreciate everything that our NATO partners do. Yeah. And on the other hand, if you leave the NATO, you, especially since Putin is Trump's friend, you can join the Warsaw Pact the next day. Wie bei jeder Scheidung heißt es am Ende Gütertrennung. Wir behalten unsere gesunden deutschen Autos und Donald Trump und die Amis können ihre jämmerliche kleine Hütte da unten behalten. Und damit zurück ins Studio. Ist das nicht gefährlich in Amerika mit den ganzen Spinnern zu drehen? Nee, weißt du, ich habe ja extra ganz, ganz schlechtes Englisch gesprochen, damit man mich nicht versteht, weißt du? Vorbereitung, das ist alles. Das läuft in der Schweiz echt ganz anders ab. Wir haben vor kurzem sogar mal eine Reisewarnung ausgesprochen gekriegt, dass wir nicht nach Deutschland reisen dürfen wegen Pegida und so. Na weißt du, aber du sprichst ja wenigstens richtig Hochdeutsch. Aber sag mal so einen Satz wie Dresden ist montagabends nicht gefährlich auf Schweizerdeutsch. Dresden ist am Montagabend nicht gefährlich. Das klingt schon sehr arabisch. Da will ich aufpassen. Grüezi miteinander. Ich bin hier in Sachsen. Das Schweizer Außenministerium hat eine Reisewarnung ausgesprochen. Und ich bin hier, um herauszufinden, ob es auch wirklich so schlimm ist. Grüezi. Grüezi Gott. Hier ist nicht gefährlich. Hier ist nicht gefährlich? Nö. Wie gefährlich würden Sie sagen, ist Dresden? Auf einer Skala von 1 bis 45? 35? Deutschland ist so ein schönes Land. Weil man hier schön ficken kann. Ja, ihr habt es da zuerst gehört. In Deutschland kann man wohl sehr gut auch mal eins wegstöpfeln. Würden Sie Dresden als gefährlich einschätzen? Kommt drauf an, wo man hingeht und an welchem Wochentag. Menschen mit Migrationshintergrund oder die halt eben so aussehen, als wären sie nicht deutsch, wie sie ja immer so schön sagen, kann ich mir schon vorstellen, dass sie sich montagsabend nicht auf die Straße trauen, wie es jetzt auch in Chemnitz der Fall ist. Also ist es für Schweizer ungefährlich, solange sie deutsch aussehen? Könnte man, glaube ich, so sagen. Frage, was sieht deutsch aus? Ja. Ja. Was würden Sie mir raten? Wie sehe ich noch ein bisschen deutscher aus? Es fällt dann aber schwer zu beschreiben, wie ich eigentlich aussehen sollte, zum Deutsch wirken. Ich finde, ich mache schon einen recht guten Job da in diesem Mantel. Wann ist es am gefährlichsten? Heute Abend. Weil die Damen und Herren von Pegida da rumspringen. Wir haben wieder ein Kamerateam hier auf dem Platz, das sich bei uns nicht angemeldet hat. Wir wissen aber, die sind von der ZDF-Heute-Show. Hinter mir ist eine Art von Versammlung. Ich empfinde Deutschland wirklich als sehr geselliges Völkli bisher. Sind Sie aus Dresden? Nein. Woher kommen Sie? Bayern. Bayern, aber Sie sind Chemnitzer. Ja, das ist die Teilnahme für die Chemnitzer. Ja, das war echt schrecklich, was da passiert ist. Als die Toten Hosen gekommen sind, ich dachte mir, bleh. Das ist übel, ja. Das ist wirklich das Schlimmste, was man in Deutschland bieten kann. Sehen Sie hier irgendjemand als Nazi? Sehen Sie irgendjemand? Nee, ich habe aber auch nicht von Nazis gesprochen. Nee, ich sag mir so, ne? Weil ja offiziell das immer so gesagt wird, ja. Also der Herr sagt, dass da in Deutschland keine Nazis sind. Was macht den Dresdner aus? Also wie könnte ich mich, ich bin ja Schweizerin, wie könnte ich mich besser integrieren hier? Sie brauchen sich da nicht integrieren, Sie brauchen nur als normaler Mensch hier leben.
Und wenn ich aber jetzt aus Afrika wäre, dann wäre das nicht ideal. Ja, ist Afrika, es gibt auch Leute aus Afrika, die nachts um 3, nachts um 4 oder früh um 5 durch die Straßen gehen, Rauschgift verkaufen, Leute überfallen und klauen. Und das ein Ausländer ist, der hier als Asylbewerber gekommen ist, der fliegt bei mir, nächsten Tag ist er wieder in der Sahara. Da habe ich ein volles demokratisches Recht, wenn ein Rauschgifthändler, der hier als Asylbewerber gekommen ist, den schmeiße ich raus. Da bin ich okay, nicht gefährdet, also, sondern ich mache, was jeder Mensch machen würde. Also, liebe Schweizerinnen und Schweizer daheim, falls Sie Gedanken in Dresden Rauschgift zu verkaufen und dem Mann begegnen sollten, er ist wirklich gefährlich, aber der Rest ist eigentlich ziemlich ungefährlich. Ich als Schweizerin habe ja Grund dazu, patriotisch zu sein. Warum sind Sie als Deutscher auch patriotisch? Ja gut, weil ich deutsche Eltern habe, deutsche Großvater, alles deutsch. Ich bin bayerischer Abstammung, bayerisches Kulturgut. Genau. Wir sind mir. So heißt es so. Ich weiß nicht, wie das in der Schweiz heißt, aber bei uns heißt es in Bayern, wir sind mir. Und wir müssen zu Deutschland stehen oder Bayern stehen. Bei uns heißt es Hopp, Schweiz, Kanada und Rosen runterlassen. So schaut es aus. Also wirklich gefährlich habe ich es heute hier nicht gefunden. Aber ich glaube, meine nächste Reise auf Dresden ist am Dienstag. Und damit zurück ins Studio. Sag mal, und du bist da einfach ohne Schutz nach Dresden gefahren? Sag mal, bist du lebensmüde oder was? Ich dachte mir, zur Not hätte ich einfach ins Hochdeutsche gewechselt und gesagt, ja, ich liebe Sauerkraut. Und zack, wäre ich mit allen befreundet gewesen. Immerhin bin ich ja blond. Na, trotzdem, ich würde dir das nächste Mal was mitgeben. Irgendwie eine schöne Glock oder eine Walter PPK oder einen kleinen Panzer. Irgendwas zur Selbstverteidigung brauchst du einfach, das ist doch klar. Kann es sein, dass du einfach mal gerne wieder auf eine Waffenmesse gehen würdest? Ja, seit ich einmal da war, komme ich irgendwo nicht mehr davon los. Weißt du, Waffenmessen, die sind für mich irgendwie, Achtung, Bombe. Hallöchen, mein Auftrag ist heute für 25 Milliarden Rüstungsgüter für Deutschland einzukaufen und deswegen bin ich hier auf der Waffenmesse in Abu Dhabi. Was denn? Oh. Und da kommt so ein Scheich. Molotov Cocktail Party, Cocktail Party, Cocktail Party. Und bring ne Tüte Dynamit mit. Hundred percent. Well nice. Done. Because I made Zivildienst. At the Arbeiterwohlfahrt in Paderborn. Oh, I can tell you. Ooh. You know that German weapons are far more better than Russian weapons. Or? Russian. Never? Best. Best in the world? Yes. You know our Leopard? No. You know Heckler and Koch? You know Krauss Maffei, Leopard? It's a... Leopard Did is, you... a, is a very good target for this weapon. Very good. Ah, I see. What do you think about the German weapon technology? You see, I'm not so familiar with German weapon technology, but I know, for example, you have some good machine gun by name G43. You're kidding me, ja? Da wird man jetzt schon verarscht, also wirklich, schlimm, schlimm, schlimm. Kasachen, ey. We Germans would like to buy them, but I have one question. Are they gluten-free? Yes. Denn to my top cocktail party, cocktail party, cocktail party, bringt man's dann Blumendynamit mit. Hier wird also gerade Krieg gespielt und wenn man hier auf der anderen Seite schaut, sind das ungefähr so 200, 300 Waffenhändler mit einer ordentlichen Erektion in der Hose. Auch eines fällt hier schon auf, die beiden Hubschrauber fliegen. Es kann sich demnach nicht um deutsche Hubschrauber handeln. Hier werden jetzt nochmal die Regenbogenfarben gezeigt. Ich glaube, ein eindeutiges Bekenntnis zur Gay-Community, da bin ich mir sicher. Oder nicht? Man weiß es nicht. This is the lightest combat pistol in the world. Yeah. Uh-huh. Yeah, it's perfect. So child soldiers can use it very, very easily because it's so light. It's easily to be used because it's very light. Yeah. Wie laufen momentan die Geschäfte? Da würde ich keine Aussage dazu machen. Ach, manchmal so ein bisschen den Eindruck, die Waffenindustrie ist so ein scheues Reh und möchte nicht so gerne Auskunft geben. Wenn Sie Frau Kebitz geschickt hätten, hätte ich vielleicht sogar mit ihr gesprochen, aber. Wenn ich mir Brüste umbinden würde, würden Sie dann mit mir reden? Ich glaube nicht, das macht Sie nicht attraktiver. Vielleicht auch nicht.
Anarchisten und Faschisten, Monopolkapitalisten sind gebeten, unsere Feten nur mit Sprengstoff zu betreten. Die Karawane zieht weiter, der Sultan ist durch. Der Sultan ist durch, der Sultan ist durch. Ist das rassistisch? Ich glaube nicht. Das war's von der IDEX hier in Abu Dhabi. Eine kleine, bescheidene Show. Wenn Sie 25 Milliarden übrig haben, kommen Sie einfach mal vorbei. Ist super. Also ich fasse noch mal zusammen. Du warst in Washington, du warst in Abu Dhabi und ich war in Dresden. Du, in Abu Dhabi habe ich diese eine Pistole gekauft. Die hilft mir jetzt total bei den Verhandlungen mit dem ZDF, weißt du? Du, und außerdem, ich meine, du warst ja auch bei total geilen Veranstaltungen, zum Beispiel diesem Heilpraktiker-Kongress. Also, ja, ich könnte mich ja aufregen, aber ich gehe jetzt einfach heim, trinke ein leckeres Gläschen Wasser mit Mondstein destilliert und dann ein paar Globuli hinterher. Sie sind überzeugt, wissenschaftsfeindlich und sie werden immer mehr. Impfgegner. Aber was sind ihre Argumente und wieso finde ich so viele von ihnen auf Heilpraktiker-Kongressen? Was sagen Sie zur Impfpflicht? Finde ich nicht in Ordnung, weil es Körperverletzung ist. Also Sie haben keine Kinder, aber würden Sie auch nicht impfen? Ja, eher Tendenz zum Nichtimpfen. Ja. Eher schauen eben, dass das Milieu stimmt im Kind. Dann würde ich als Impfbefürworterin jetzt sagen, gut, dass Sie keine Kinder haben. Ja, wahrscheinlich würdet ihr das sagen, ja. Ja, man hört halt auch von vielen Fällen, die einfach krank geworden sind durchs Impfen, als schlimmste Krankheiten und ja. Das ist ja ein bisschen so, als würde ich die Post nur noch per Brieftaube verschicken, weil ich mal von einer Bekannten gehört habe, dass sie per DHL was geschickt hat, das nicht angekommen ist. Ganz also wenn mehr als 95% der Leute geimpft sind, dann herrscht ja Herdenimmunität. Wenn mehr als 95% geimpft wären, nein, es ist eine ganz andere Frage. Das System ist die Frage, ja, das Gesundheitssystem. Es fängt mit Ernährung an, mit Gedanken, Emotionen, Partnerschaft, Heilung. Und es geht da um die Heilkraft des Sonnenlichts, die wir zu den Talenten der Pflanzen noch mit in unseren Mittelchen haben. Wie macht man Sonnenlicht in eine Flasche? Das ist eine gute Frage. Man stellt es in die Sonne. Ja, dieses, was hier steht, Gärung, Destillation und Veraschung. Ne? Veraschung von der Alchemie, das ist ein alchemistisches Verfahren. Veraschung des Kunden oder der? Nein, der Pflanze. Wie ist es da mit der deutschen Kundschaft? Die sind natürlich sehr aufgeschlossen. Die also der Deutsche kann man alles verkaufen, oder? Ja, so kann man es auch sagen. Und dann nehme ich das einfach und dann reicht das? Dann reicht das, ja. Muss dann nicht noch jemand Simsalabim sagen? Nee, könnt ihr gleich machen, ja, hilft ja alles. Spagyros, Papyrus, Simsalabimsus. Ja, können Sie alles machen. Sie haben vorher gesagt, dass Sie eine Information zur Problembewältigung auf so einen Stein laden können. Mein Problem wäre jetzt diese vehementen Impfgegner. Das ist wirklich ein Problem für mich. Können Sie mich davon heilen? Ja, das kann ich. Wir machen das so, dass Sie nicht mehr so extrem mit den Impfgegnern in Resonanz gehen. Man sollte also nicht versuchen, dass der Partner die Socken aufräumt oder das ist Manipulation, sondern nur wenn er kommt und ein Problem hat, dann können wir das bearbeiten. Man muss sich einfach den Teil des Gehirns rausschneiden, der sich daran stört, dass da Socken rumliegen. Zum Beispiel, ja. Sie haben selber eine Tochter, die nicht geimpft wurde. Ja, 22. Und wurde die oft krank? Ja. Nein, nie. Das ist aber ja vielleicht, weil alle anderen geimpft sind. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Also das ist ja wie, wenn alle anderen in der Sauna Flipflops anhaben und Sie gehen barfuß rein, dann kriegen Sie ja auch kein Fußpilz. Trotzdem, im Endeffekt bin ich einfach froh, dass ich es für meine Kinder persönlich entscheiden konnte und für mich und genau. Und der Rest soll schauen. Ja, Sie sind positiv drauf, wenn Sie das trinken. Also ist nicht halluzinogen? Nein, es ist nicht halluzinogen. Und Kirsche ist fantastisch. Als Vorbeuger gegen Muskelkater. Haben Sie eine Botschaft an den Gesundheitsminister Jens Spahn? Es wäre auch mal schön, wenn man anerkennen würde, dass die Heilpraktiker eine ziemlich strenge und harte Ausbildung haben, bevor sie auf die Menschheit losgelassen werden. Ich habe was probiert an dem Stand und es ist, glaube ich, zu viel gewesen. Mhm. Kann das sein? Ja, das Problem ist, dass jeder das
die Erfahrung für seinen Körper sammeln muss, wo die Grenze da ist. Impfgegner gehen gar nicht. Und ich gehe jetzt nach Hause. Also ich versuch's zumindest. Was ja übrigens auch so eine richtig heilende Wirkung haben soll, ist den Kanal der Heute-Show zu abonnieren. Das habe ich auch gelesen. Und auf Gefällt mir klicken. Ja, irgendwas mit Gleichgewicht und innerer Frieden oder so. Also ich fühle mich jetzt schon viel besser. Ja? Ja, ich auch. Die nächste Folge des Best-Offs gibt's übrigens jetzt schon in der Mediathek. So, Ralf, wollen wir noch ein paar Globuli schmeißen? Ja, super.